Hallo, es ist so, dass hier jetzt schon einige Zeit nichts mehr passiert ist und es wird auch wohl noch einige Wochen lang nichts mehr hier passieren. Und damit es hier nicht einfach so wirkt wie so einer dieser vielen Geister-YouTube-Kanäle, auf denen man einfach irgendwann aufgehört hat, Videos zu veröffentlichen, habe ich gedacht, ich melde mich noch mal kurz, einfach um zu erklären, warum das so ist und was los ist und das irgendwie so halbwegs rund zu machen. Also wie gesagt, es ist schon einige Zeit nichts mehr passiert und das liegt jetzt nicht etwa daran, dass ich nichts gehabt hätte, was ich hätte verfilmen können. Ich war zum Beispiel auf der Retro Gamescom in Herrenberg, habe dort sogar einige Aufnahmen gemacht. Ich habe auch viel an meinem Bus geschraubt und da stellenweise auch ein paar Aufnahmen gemacht. Das Problem ist einfach nur, dass ich momentan auch seit einigen Wochen irgendwie einfach keinerlei Motivation mehr habe, irgendwas aus meinem Privatleben in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Mir fehlt da einfach gerade der Sinn und der Zweck dahinter. Wenn es wenigstens so wäre, dass irgendjemand davon Nutzen hätte, irgendjemand davon profitieren würde. Ich meine, klar, durch die Videos habe ich jetzt viel gelernt, was Videoschnitt angeht, viel, was die Technik angeht. Und das war ja auch eigentlich Sinn und Zweck der Sache, zumindest diesen Kanals. Also ich habe hier nie wirklich vorgehabt, groß Geld zu verdienen oder besonders groß zu werden. Ich hätte mich natürlich auch nicht dagegen gewehrt. Ja, klar, möchte ich jetzt nicht verleugnen, aber das war der Zweck dahinter, einfach das zu lernen. Aber was ist sonst? Ansonsten, ich fotografiere Computerbildschirme oder mein Essen oder ja, auch mal irgendwas bei einer Demo. Aber im Endeffekt sind alle meine Postings in sozialen Netzwerken irgendwie. Der Sinn dahinter ist vielleicht ein kurzer Austausch oder der Klick auf den Like-Button einfach. Es profitiert niemand davon, es nützt niemandem irgendwas. Es ist dieses Foto machen, veröffentlichen, einen Text drunter schreiben und irgendwie sich darüber zu freuen, wenn jemand auf Like klickt oder wenn jemand sagt, hey, so geht's mir auch und man sich irgendwie ein bisschen drüber unterhalten kann oder so. Und das ist, hört sich fies an, ist aber einfach sinnlos, verschwendete Zeit in meinen Augen. Ja, und darauf habe ich momentan einfach keine Lust mehr. Also, ich habe heute auch, wir sind heute auf den Flohmarkt gegangen, es waren insgesamt drei Flohmärkte hier in der Stadt. Sind wir natürlich hingegangen und ich habe einfach so aus Gewohnheit quasi irgendwie schon mein Gimbal mitgenommen und die Kamera und habe das dann allerdings im Auto liegen lassen, weil ich einfach viel lieber bewusst mit meiner Familie auf diesem Flohmarkt sein wollte, als nur da zu sein, um zu filmen quasi und zu gucken, wo kann ich eine schöne Aufnahme machen und so, weil dann bin ich mit meiner Kamera dort und nicht mit meiner Familie. Und mir ist allgemein auch aufgefallen, dass mein Leben einfach viel anstrengender geworden ist, seit ich mich mit YouTube beschäftige. Also vor YouTube war es noch so, ich bin arbeiten gegangen und dann war Feierabend und dann habe ich mich mit irgendwas beschäftigt, was mir und später natürlich auch Jana und der kleinen Maus Spaß gemacht hat oder uns irgendwie vorangebracht hat, uns irgendeinen Nutzen gebracht hat. Und seit ich den Gedanken hatte, YouTube zu machen, denke ich nach der Arbeit an fast nichts anderes mehr. Es ist einfach, ich beschäftige mich einfach ständig damit und darunter leidet eben auch mein Familienleben. Darunter leidet alles andere, was ich so privat gerne gemacht habe. Also, weil man befasst sich ja nicht nur beim Videodreh quasi damit, sondern es geht irgendwann sogar so weit, dass man. Ich spiele zum Beispiel gerne Videospiele, aber meine Auswahl war in der Zeit eher so in Richtung, was lässt sich gut aufnehmen. Ja? Und ich habe wirklich fast jedes Spiel, was ich gespielt habe, einfach komplett aufgenommen, weil ich dachte, ich mache da ein Video drüber. Ja, es war halt eben einfach, ich komme jetzt von der Arbeit und mir geht sofort durch den Kopf, was ich alles machen möchte. Dass mir Texte fehlen, dass ich vielleicht noch einen Kanal mache, dass ich vielleicht irgendwelche Grafik brauche, irgendwie ein Kanal-Intro, eine Header-Grafik dafür. Man muss nach Musik suchen, man beschäftigt sich mit der Technik, mit was für Kameras, was wäre besser, wie schneide ich besser und so. Und ja, so insgesamt ist mir das einfach gerade echt zu so stressig. Ich habe da gerade wirklich keine Lust mehr drauf. Das ist mir zu weit von der Realität weg. Also ich habe eine wunderbare Familie. Ich habe mich mal für Veganismus eingesetzt und für Foodsharing. Und wir haben viele sehr erstrebenswerte und wirklich greifbare Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen. Und ich verbringe einfach viel zu viel Zeit in irgendwelchen Netzwerken, um irgendwo drauf zu klicken, um irgendein Foto hochzuladen. Und wo die Gesamtaktion einfach hochladen und Like klicken und kommentieren nach ein paar Minuten einfach irgendwo nirgendwo verschwindet. Ja, und deshalb habe ich beschlossen, mich heute Abend, also ich möchte heute Abend meine Konten in sozialen Netzwerken deaktivieren. Für auf jeden Fall einige Wochen. Wie lange genau, weiß ich noch nicht. Und ich habe auch bewusst mich dazu entschieden, sie zu deaktivieren und nicht zu löschen.
Ich möchte einfach mal sehen, wie es mir damit geht, wie sich was verändert. Und ich möchte mir Gedanken machen, wie es weitergeht. Weil grundsätzlich beschäftige ich mich schon wirklich gerne mit Videoschnitt. Also mir macht es echt riesen Spaß. Jedes Mal, wenn ich an Final Cut sitze, denke ich, ich bin glücklich, das muss ich machen. Aber es muss was anders werden. Es muss ein Sinn dahinter sein. Jemand muss einen Nutzen davon haben oder es muss irgendeiner guten Sache dienen. Und natürlich soll auch meine Familie und ich davon profitieren und nicht darunter leiden. Und das ist mir das Wichtigste eben, dass mein Real Life davon profitiert und nicht darunter leidet. Ja, und jetzt ist aber erstmal seine Pause. Und jetzt widme ich mich meinem realen Leben. Jetzt gehe ich erstmal in einen Offline-Urlaub sozusagen. Und ich freue mich ganz ehrlich sehr darauf. Ich freue mich darauf, nicht mehr ständig mein Handy zu ständig darüber nachzudenken, wie lange ich schon vor diesem Netzwerk sitze, wie lange ich schon Facebook gucke, wie lange ich schon auf YouTube festhänge. Einfach wieder mehr bei mir zu sein, mehr in der Realität, mehr bei meiner Familie, mehr auch beim Videospiel, weil ich es einfach für mich spiele und nicht für die Aufnahme, nicht für YouTube, für irgendeinen Kanal, den es noch nicht mal gibt, weil ich hätte das nicht auf Two and a Half Weekends veröffentlicht. Ja, ich freue mich wirklich auf Realität und tja, mehr weiß ich gerade nicht zu sagen. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und vielleicht bis bald.